Tag auch, da bin ich wieder, Biganox Barbecue. Leute, heute mal ein Real Talk Video, sprich, wo steht der Kanal aktuell, wo geht die Reise hin, was haben wir für Aktionen in der Zukunft geplant und vor allem, was ist mit Steffi passiert und wie geht's ihr aktuell? Und wenn ihr da Bock drauf habt, bleibt einfach dran. Ja Leute, heute mal ein Real Talk Video und zwar, wie steht es aktuell um den Kanal, wo geht die Reise hin, was gibt es für Aktionen, ein paar Worte zu meinen Partnern, ja, über meine USA-Reise nächste Woche, wird richtig geil und dann allerwichtigste natürlich, was ist mit Steffi passiert, wie geht's ihr jetzt und vor allem, wie geht's weiter, vorab schon mal, es wird alles wieder gut. Dauert halt nur ein bisschen. Aber wir klären euch heute mal auf, was da überhaupt passiert ist. Wir fangen jetzt aber erstmal an. Ich habe mir so einen schlauen Zettel auch gemacht, damit ich nichts vergesse. Wo stehen wir aktuell? Ja, und aktuell stehen wir bei 44.000 Abonnenten. Leute, ihr seid der absolute Wahnsinn. Vielen, vielen Dank dafür. Als ich vor 3 Jahren angefangen habe, den Kanal zu eröffnen, haben alle gesagt, du spinnst doch. Außer ich. Ich hatte so ein bisschen Wunschdenken. Aber dass das so einschlägt alles und uns so geile Sachen auch ermöglicht, hätten wir nie mit gerechnet, ehrlich nicht. Und ja, so kann es weitergehen, Leute. Ne? Klar, jetzt war der Winter, da waren jetzt die Aufrufzahlen meiner Videos, wo man ja immer denkt, ey, wenn du 44.000 Abonnenten hast, dann gucken wir 44.000 deine Videos. Ist aber nicht so. Da kommt ja auch immer drauf an, wie YouTube so die Videos vorschlägt, also der YouTube-Algorithmus. Und jetzt zum Beispiel in den Wintermonaten hatten wir Videos, wo 6, 7, 8.000 Aufrufe waren. Klar, wir hätten natürlich gerne mehr, aber auch cool für die 6, 7, 8.000, die geguckt haben. Also von da, wir freuen uns. Und wir sehen dann jetzt im Sommer, wird es wahrscheinlich wieder hochgehen. Wir sehen aktuell, dass es wieder hochgeht. Wir haben insgesamt aktuell, ja, so pro Monat roundabout 150.000 Aufrufe insgesamt über die Videos. Tendenz steigend und ja, da freuen wir uns und wollen mal gucken, wo die Reise dahin geht. Und Steffi meldet sich da direkt mal. Ich möchte kurz anmerken, falls jetzt jemand dieses Hecheln über mein Mikro hört, das bin nicht ich, das ist der Hund. Ja, okay, weil der sitzt nämlich direkt am Mikro, der Bouncy. Ja, so sieht es aktuell aus. Und dann kommen wir auch direkt schon zum nächsten Punkt. Wo führt die Reise hin? Ja, Leute, was wollen wir in Zukunft alles machen? Natürlich werden wir weiter Videos ballern. Und zwar, klaro, eins die Woche ist gesetzt. Außer jetzt in den nächsten 2, 3 Wochen, da wissen wir noch nicht. Dazu erzähle ich euch aber später nochmal mehr. Und jetzt in den Sommermonaten wollen wir tatsächlich auch mal versuchen, 2 Videos rauszuknallen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir beide stehen ja auch noch voll im Job, ne? Also neben YouTube. Und da ist es halt nicht immer einfach so mal eben möglich, 2 Videos zu drehen. Geschweige denn, manchmal ist sogar eins ein bisschen eng, wo wir uns ein bisschen sputen müssen. Da ist es dann auch schon mal vorgekommen, dass wir freitags gedreht haben, ich freitags nachts geschnitten habe und euch samstags das Video rausgeballert habe. Ey, da müssen wir natürlich mal gucken, ne? Natürlich könnte ich mir vorstellen, auch irgendwann mal nur noch YouTube zu machen, meinen Hauptjob ein bisschen runterzufahren. Aber das ist noch Zukunftsmusik und ja, schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Aber Bock hätte ich da natürlich schon drauf, ne? Und ich glaube, Steffi auch. Ja, ne, weil das macht uns halt Riesenspaß hier und passt einfach. Und gerade, wenn man da mal guckt, was wollen wir in Zukunft so alles machen? Wir hatten jetzt unser erstes eigenes Event, die Mittagsschicht. Die ist, ja, ich glaube, echt super angekommen. Wir haben echt geiles Feedback bekommen. Uns hat es Riesenspaß gemacht, da mit den Leuten zu grillen. Ich habe mir ein super Team zusammengesucht, die mir da geholfen haben, dass der Tag wirklich rundum, ich würde fast sagen, perfekt war. Deswegen haben wir uns auch entschieden, dass es am 23. Juli die nächste Mittagsschicht geben wird. Und so circa 6 Wochen vorher werden wir die Karten in den Vorverkauf geben. Ne? 6 Wochen vorher müsste passen. Da ist natürlich dann ja auch wieder begrenzte Teilnehmerzahl. Das heißt, wenn ihr dabei sein wollt, schnell sein. Ich werde vorher aber noch genau bekannt geben, wann genau der Vorverkauf startet, also mit Uhrzeit. Ihr könnt dann also warten und versuchen, schnell eine Karte zu bekommen. Wenn ihr Bock darauf habt. Wenn nicht, dann nicht. Ja, also das wird ein großer Part, den wir jetzt so regelmäßig machen wollen. Also ich sage jetzt mal von diesen Tagesevents, so ein Event, was den ganzen Tag dauert, so 3, 4 Stück im Jahr. Ich denke, das kriegen wir auch gut noch gebacken. Und ja,
Das sind einfach geile Tage. Letztes Mal das Wetter nicht ganz so mitgespielt, hat aber trotzdem alles super gepasst. Wir hoffen natürlich nächstes Mal, dass wir da alle schön in Shirt und Badebuchse sein können. Nein, Badebuchse nicht, aber ja, schauen wir mal. Ja Leute, und zu dem Thema, wo die Reise hingeht, muss ich natürlich auch mal meine Partner erwähnen. Einmal die, die jahrelang jetzt schon, die 3 Jahre dabei sind. Und ganz, ganz wichtig natürlich einen meiner Hauptpartner, Bernhard. Ey, vielen Dank Jungs, ne? Mit denen macht riesen Spaß. Die stellen mir die Grills zur Verfügung. Aber mit denen ist auch so einfach cool. Da fahre ich auch einfach mal hin zu denen und wir drehen einfach Videos und haben einen geilen Tag. Und ja, wir sind echt Buddies geworden. Das macht richtig Spaß. Oder hier Don Markus, auch einer unserer großen Partner, direkt hier um die Ecke. Mittlerweile Freunde. Die sind auch alle auf unserer Hochzeit, ne? Ja. Ja, also wirklich, das ist jetzt nicht so eine reine Business-Geschichte, sondern das ist einfach, weil wir cool alle miteinander sind. Und so soll das in Zukunft auch weitergehen. Ich möchte natürlich auch noch die anderen Partner erwähnen, ne? Barbecue Toro, die, mit denen ich immer mal wieder zusammenarbeite. Jetzt ganz neu dazugekommen, Smoking, super Spaß, super geile Kommunikation mit den Jungs. Ja, mein Kumpel Odiba Café, mit dem wir Kaffee immer zwischendurch ein bisschen was machen. Also wirklich richtig coole Sachen, wenn ich jetzt einen vergessen habe, nicht böse sein, läuft mit denen. Ja, El Fuego. Ach ja, ich sehe da hinten El Fuego. Der Jens von El Fuego, auch ein cooler Typ einfach. Ich glaube, mit dem machen wir auch nur, ja, aber auch wenn es hochkommt, einmal im Jahr Sachen zusammen. Aber einfach nur, weil der Jens cool ist, ne? Ja. Also wirklich so. Und die Sachen natürlich auch. Also ja, so ist es ja nicht. Oder mit Monolith auch. Die Jungs sind einfach top. Das macht einfach Spaß mit denen. Und so wird das in Zukunft auch sein. Wir haben jetzt zum Beispiel neu dazu, da gibt es noch kein Video, Meteor mit dem Benny von Meteor. Ey, wir schreiben uns wie Buddies. Also wirklich, astreine Geschichte. Da wird es in Zukunft natürlich auch immer mal wieder von meinen Partnern oder auch neue coole Sachen, die ich finde, eine Produktvorstellung geben. Und immer wenn ich das mal mache, und das kommt ja wirklich nicht so häufig vor, hat man auch immer mal den einen oder anderen Kommentar drunter, oh, du wirst jetzt so eine Werbeschlampe. Aber nee, Leute, ey, da kann ich ganz ehrlich sagen, ich werde nicht zur Werbebitch. Denn wenn ich das wäre, dann hätten wir jetzt schon viel, viel mehr Geld auf unserem Konto. Denn wirklich, ich kriege Angebote, Leute. 90% davon lehne ich ab. Ganz einfach, weil es nicht passt, weil ich das Teil nicht cool finde. Oder auch ganz oft, weil dann irgendwas, was vielleicht cool ist, aber viel zu teuer, wo ich dann aber für mich sage, ey, das würde ich mir nicht kaufen, das würde ich meinen Freunden nicht empfehlen und dementsprechend ja, bewerbe ich das dann auch nicht, weil ich muss schon dahinter stehen, ne? Und dann, wenn ich dahinter stehe, dann zeige ich euch das aber auch mal. Aber wie gesagt, das würde ich auch meinen Freunden empfehlen. Ey, und so sehen wir das doch, oder? Also von daher, ja, so viel zu meinen Partnern. Da wird es in Zukunft auch weitergehen und ich glaube, alles so im Rahmen bleiben. Genau wie mit den Werbeeinblendungen im Kanal. Da sind bei mir ja aktuell maximal eine Werbung mitten im Video. Und genauso wird das auch bleiben. Wir werden keine 2, 3 Videos Werbung inmitten der Videos schalten. Wird bei mir nicht passieren. Braucht da keine Angst haben. Ist einfach so. Man hat da zwar manchmal keinen Einfluss, aber so gerade so was YouTube angeht. Aber die Häufigkeit der Werbung kann man schon bestimmen. Und da bleibt es bei maximal einer Werbung mitten im Video. Ja, so, gehen wir einfach mal zum nächsten Punkt. Aktionen. Ja, zu Aktionen kann ich einfach nur sagen, also wird es natürlich weitergeben. Zum einen mit meinen Partnern, zum anderen aber auch bei mir im Shop. Bei mir im Shop ist momentan außer die Textilien, glaube ich, so gut wie alles ausverkauft. Ich glaube, es wird auch kein Messer dieses Jahr kommen, weil es wirklich schwierig ist, gerade mit dem Versand der ganzen Sachen, wenn man die auch im Ausland bestellt. Weil, das habe ich euch ja von vornherein ehrlich und offen kommuniziert. Wenn ich euch ein günstiges Messer anbieten will, muss ich die im Ausland produzieren lassen. Und momentan da irgendwas importieren zu lassen, richtig teuer. Müsste ich an euch weitergeben, machen wir nicht. Deswegen schauen wir mal, vielleicht ergibt sich noch eine Gelegenheit. Oder wenn hier ein lokaler Produzent, ey, schreibt mich gerne an, können wir vielleicht was zusammen machen. Aber ansonsten, Messer, glaube ich, wird es dieses Jahr nicht geben. Biga Vapcici ist aktuell auch ausverkauft, aber da ist schon der Auftrag gesetzt, wird neu angerührt, ist in 2, 3 Wochen wieder verfügbar. Und ja, so wird es dann auch immer wieder Aktionen geben. Aber auch bei meinen Partnern wird es Aktionen geben. Jetzt zum Beispiel Bernhard. Nennen wir nochmal Bernhard. Die haben aktuell nämlich eine Aktion. Könnt ihr euch noch an mein limitiertes Grillbesteck erinnern? Richtig geil.
Gibt es noch ein paar Restbestände? Von der Qualität her super. Ich fand es vom Normalpreis auch her super. Gibt es aktuell mit dem Codewort Bigger Deal 50% drauf. Also 50% nochmal die Hälfte günstiger. Also Leute, da müssen jetzt die Restbestände weg. Gebt mal bei Bernhard, ich verlinke euch das hier unten nochmal. Und das Biganock Grillbesteck 50% günstiger. Ja, und solche Aktionen wird es halt über das ganze Jahr mal irgendwie geben. Ne? Jetzt nicht mit 50%, aber dann kriegt man da mal ein bisschen Rabatt, da mal ein bisschen Rabatt. Oder es wird auch mal das ein oder andere Gewinnspiel geben. Da sind wir auch Freunde von und das habt ihr ja auch immer ganz cool gefunden, wenn wir mal ein Gewinnspiel gemacht haben. Ja, da werden wir auch noch ein, zwei dieses Jahr machen. Ne? Ja, soweit zu den Aktionen. Ja, Leute, und jetzt kommen wir zu einer Sache. Mega geil, wäre ohne euch, ohne Biganox Barbecue, ohne den Kanal auch nicht möglich. Nämlich, ich fahre kommenden Mittwoch mit Kabel 1, also ich fahre nicht, sondern ich fliege, in die USA, nach Memphis. Erst nach Memphis, dann nach Mississippi. Und zwar zur Barbecue World Championship. Richtig, richtig geil. Wir begleiten das da so ein bisschen. Ich darf so ein bisschen mithelfen in so ein paar richtig geilen Hochkaräter-Teams. Und ja, ich glaube, ich werde einfach eine mega geile Zeit in Memphis haben. Und deswegen auch eventuell in den nächsten 2-3 Wochen, weil wir in letzter Zeit auch nicht vorproduzieren könnten, weniger Videos hier auf dem Kanal. Aber ich versuche aus Memphis auf jeden Fall mal live zu gehen. Ja, dass ihr mal einen Einblick bekommt, wo ich da gerade bin. Und ganz, ganz wichtig für diejenigen Leute, die Instagram haben, ey, ich werde Instagram-Stories posten. Also wenn ihr Instagram, Biganock noch nicht, hier abonniert habt, kommt auf Instagram, weil so eine Story ist mal schnell mit dem Handy gemacht. YouTube ist da ein bisschen aufwendiger. Da kannst du nicht mal eben so die... Also kannst du auch Stories ballern, aber nicht so cool wie bei Insta. Deswegen wird mein kompletter Trip, und da werde ich jeden Tag was posten, auf Insta dokumentiert, vor allem in den Stories. Wenn ihr da Bock drauf habt, guckt einfach mal rüber bei Insta. Abonniert da den Insta-Kanal. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ja, und der Trip, Leute, also ich freue mich da riesig drauf. Ich bin aber auch tierisch nervös, weil ich echt absolut nicht weiß, was so wirklich auf mich zukommt. Nur so grob. Wie gesagt, die ersten 3 Tage bin ich in Memphis. Da werde ich dann an der WM teilnehmen, beziehungsweise dort Interviews führen, gucken, was da alles läuft. Ich werde auch versuchen, mit meiner Kamera so viel wie möglich zu filmen, da ich natürlich für euch da auch Filme mache. Ich glaube, wird eine richtig geile Zeit. Und wenn dann die WM da gelaufen ist, dann fahren wir weiter nach Mississippi, also in den Staat. Und dort haben wir so richtig geile Dates an so Barbecue-Restaurants. Restaurants. Liebst du schon? Bin schon vor der Arme, ey. An so Barbecue-Restaurants. Also so richtig geile, wo du denkst so, boah, sieht aus wie so eine abgefuckte Hütte. Aber da drin gibt es dann irgendwie, keine Ahnung, einen von den Top 100 Burgern aus den USA. Also richtig geil. Und das wird mit Kabel 1 begleitet. Da wird es also mehrere Berichte bei Kabel 1 für geben. Aber natürlich auch hier mit meiner Kamera bin ich immer dabei. Und wie gesagt, hier mit meinem Handy auf Insta natürlich auch irgendwie. Trip wird mit Sicherheit super geil, aber auch super anstrengend, weil ich habe irgendwie in 7 Tagen 15 Termine oder so. Also wird echt so mit hin und her fahren. Ein bisschen eng alles. Aber ich freue mich da riesig drauf und er würde mich auch freuen, euch da so ein bisschen mitzunehmen. Und ja, vielleicht habt ihr da auch ein bisschen Spaß dran. Ja, dann auch noch eine ganz große Sache, die auch noch jetzt für die Zukunft nicht nur geplant ist, sondern auch angestoßen wird und schon in der Produktion steckt, ist, ja, für mich wird ein Pickup-Truck gebaut. Und zwar von der Marke Isuzu. Ey, wir haben lange gesprochen und es ist richtig, richtig cooler Input von beiden Seiten gekommen, dass wir uns letztendlich dazu entschieden haben. Wir machen das. Und Leute, aktuell wird tatsächlich ein Pickup-Truck für mich gebaut. Zwar der Pickup-Truck, den gibt es natürlich, aber der Aufbau hinten wird für mich entworfen. Und zwar so, dass ich irgendwo vorfahren kann, hinten die Klappe aufmache, einen Grill rausziehe und direkt losgrillen kann. Leute, das wird eine richtig geile Scheiße. Ich habe den Wagen ein bisschen mitdesignt, so vom Außendesign. Und ich sag mal so, vielleicht fällt da auf. Also ich glaube, das wird richtig geil. Ich hoffe im Laufe des Juni, dass er fertig wird. Und
Ja, mit dem werden wir natürlich auch mega geile Videos drehen. Das heißt, wir werden an ungewöhnliche Orte fahren, werden dort grillen, werden aber auch anbieten, zu Leuten nach Hause zu fahren. Das wird richtig geil. Da habt mal auf jeden Fall ein Auge drauf. Und weitere Infos dazu wird es natürlich in meinen Videos geben, aber auch auf meiner Homepage. Ich glaube, das wird richtig cool. Mehr sage ich dazu jetzt mal nicht. Auf jeden Fall, kommt bald. Hat jetzt ein Jährchen ungefähr gedauert. Und jetzt ist es bald soweit. Ich freue mich wirklich. Jo. Und jetzt kommt das allerwichtigste Thema. Ja, und zwar die meisten haben sie ja vorhin mitgekriegt mit Steffi. Ne? Also, dass auf einmal die nicht mehr filmen konnte. Und wisst ihr was? Wir holen die Steffi jetzt mal dazu und dann erzählen wir euch genau, was passiert ist. Also, komm mal ran. Ja, Leute, da ist sie. Sieht im ersten Moment fit aus, aber ist gar nicht so fit, muss man ganz ehrlich auch einfach mal so sagen. Ja, und da sieht man in meinem Leben, dass das auch alles nicht immer so halti-talti ist, sondern, ne? Und dass es schnell geht. Ja. Was ist passiert? Also, ich erzähle euch mal die... Soll ich erzählen? Willst du erzählen? Erzähl du mal, du kannst dazu. Also, erzähle ich euch mal die ganze Story. Ja, das war irgendein Samstag vor ein paar Wochen. Ostersamstag. Du warst einkaufen und wir haben noch lustig telefoniert zwischendurch, weil du irgendwo in einem Discounter warst, sage ich jetzt mal, und gefragt hast, ob du Steaks mitbringen sollst und wir uns noch am Telefon bepisst haben vor Lachen. Ja, und 10 Minuten später kriege ich einen Anruf. Hilfe, 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 schwindelig. Ich bin hier auf dem Parkplatz. So, ich wusste jetzt, wo der Parkplatz ist, also habe ich mich direkt ins Auto gepackt, bin hingedonnert. Und hab so unterwegs gedacht, ja gut, vielleicht ein bisschen Kreislauf, jetzt bringst du ihr eine Cola, setzt sie ein bisschen ins Auto und dann wird er gleich schon wieder gehen. Ja, aber scheiße war, ich komme da an, da liegt die da auf der Hauptstraße, schon Leute drumherum, Krankenwagen schon gerufen. Da ist sie halt wirklich da komplett zusammengebrochen und liegt auf dem Boden und ist sich am Übergeben. Und also man hat sichtlich gemerkt, dass es dir nicht gut ging, weil du zwischendurch halt auch ausgestiegen bist. Ja, der Krankenwagen kam, dann kommen ja erstmal die ganzen Horror-Stories, ja, Verdacht auf Schlaganfall, wir müssen jetzt gucken, was los ist. Ja, und dann haben sie dich erstmal ins Krankenhaus gebracht. Ja, und dann ging für mich natürlich auch die ganz beschissene Phase los, weil gerade wegen Corona und so was alles, kommst du ja in die Notaufnahmen und so generell nirgendwo rein. Ich meine, die Ärztin war cool, bin hinterher genau in die Notaufnahme reingekommen. Richtig, und da war auf der Station, also in der Notaufnahme, eine ganz, ganz tolle Chefin. Ja. Und die hatte super Verständnis dafür. Und, ja, und da bin ich dann auch rein. Und deswegen jetzt schon mal vielleicht, um das auch vorwegzunehmen, Schlaganfall wurde hinterher ausgeschlossen. Ja, ja. Also das ist schon mal vielleicht ganz wichtig. Also ne, das zum Glück. Naja, aber auf jeden Fall, die Gefahr bestand halt und deswegen war Steffi dann auch erstmal, wurde dann halt untersucht. Alle Untersuchungen, die man machen kann, wurden gemacht. Und dann ist sie aber auch erstmal 3 Tage auf diese Stroke Unit Intensivstation gekommen. Genau, in die Überwachung macht jetzt nicht so viel Spaß. Nee, und vor allem, wo ich ja auch nicht hin kann. Also man kann zwar einen normalen Patienten eine Stunde am Tag besuchen, ja, wegen Corona und so, aber ja, in so Intensivstationen kommst du nicht rein. Also wirklich. Ja, und vor allem während der ersten 3 Tage kommst du nirgendwo rein. Also kommst du auch nicht auf eine normale Station. Also keine Chance, dass ich da irgendwie reinkomme. Aber ich muss sagen, super coole Krankenschwestern da im Krankenhaus. Ja. Ich habe dann immer angerufen, habe gefragt, was los ist. Und die haben sie wirklich... Und das Allerschönste war die Krankenschwester auch auf der Überwachung, ja, die mir dann die Tasche brachte, die er gepackt hat. Ich? Ja. Ja, ja. Und sie diese Tasche auspackte und sie wirklich so von allem etwas fand. Unter anderem aber auch Süßigkeiten. Und dann hat sie mich zu diesem tollen Mann beglückwünscht. Und hat hinterher wirklich, als wir hier so videotelefoniert haben. Ja, kam so ins Video gesprochen und meinte, ey, übrigens Tasche mega geil gepackt, sagt sie. Ja, also das war... Also sehr cool, man hat sich super gut aufgehoben gefühlt. Ja. Ganz, ganz toll. Ja, das muss man schon sagen. Genau. Und nach ein paar Tagen stand auch fest, was du hattest. Und zwar durch einen Infekt. Ne? Genau, erzähl ist halt ein Nerv im Gehirn entzündet gewesen. Der ist so doll angeschwollen, dass leider das rechte Gleichgewichtsorgan ausgefallen ist. Und was das mit einem macht, ist tatsächlich echt krass. Ja. Ne? Weil da ging, also in dem Moment ging ja einfach gar nichts mehr. Und man weiß tatsächlich nicht, was passiert. Und das war schon erschreckend. Und Fakt ist jetzt einfach, dass nach wie vor das rechte Gleichgewichtsorgan immer noch inaktiv ist. Da tut sich leider bisher gar nichts. Das wurde gestern noch untersucht, genau.
das ist halt so der Grund, also eigentlich bin ich so, als wäre ich stockbesoffen. Ja, genau. Also ich sage immer, die läuft als letzte 3 Promille. So, wir sind letztes Abendjahr auch so ein bisschen spazieren gegangen. Nein, es war sonntags. Es war sonntags, so gegen 1 Uhr. Ja, und dann sind wir da so lang. Und wie gesagt, Schiffi läuft aktuell wirklich als letzte 3 Promille. Und die Nachbarn schon so ein bisschen am Gucken. Ich so, ja, habe ich gerade vom Frühshoppen abgeholt. Ich dir nichts trinken. Jetzt können wir zum Glück drüber lachen. Ne? Das Schöne an der Geschichte ist, es gibt nichts Schönes an der Geschichte ist, aber die guten Nachrichten an der Geschichte sind, das wird wieder. Egal wie, ob der Gleichgewichtsnerv zurückkommt, dann kommt er halt zurück und alles ist wieder gut. Und wenn er nicht zurückkommt, dann gewöhnt sich der Körper daran und gleicht es irgendwie aus. Und nach einem halben Jahr ist dann wieder gut. Problem jetzt ist halt, wir sind noch immer in der ersten Phase, wo sie halt sehr wackelig ist und dementsprechend ich sie da ja auch gar nicht an der Kamera stehen lasse. Also sie war jetzt zwar gerade hinter der Kamera, aber da steht ein Stuhl, ein Liegestuhl, schön, wo sie schön bequem drin sitzt. Und deswegen ist gerade aktuell ein bisschen schwierig mit Drehen. Ich denke, da habt ihr alle Verständnis für. Deswegen haben wir auch nichts vorgedreht. Eigentlich wollten wir 4-5 Videos vordrehen, wenn ich in Amerika bin. Und auch, wenn wir am 17. Juni heiraten. Da kommt ja auch noch eine stressige Phase auf uns zu, wo dann tatsächlich auch mal passieren kann, dass kein Video kommt oder wir vielleicht nur mal live gehen oder so, weil wir halt einfach aktuell nicht leisten können. Ist halt einfach so. Ich müsste dann alles alleine machen und wir sind und an einem Punkt. Die Videos werden nicht gut. Natürlich werden die auch gut, aber die sind halt, das ist so viel Arbeit dann, wenn man alles alleine macht. Da muss ich sagen, da ist so ein ganzer Tag für mich komplett weg. Und gerade jetzt bei der Hochzeit, also wie gesagt, die stand bis letzte Woche eigentlich auch noch, also nicht die Hochzeit selber, geheiratet hätten wir so oder so oder wären wir so oder so, aber die Feier stand echt auf der Kippe. Aber wir haben jetzt entschieden, dass wir feiern. Und noch was anderes, wir haben auch entschieden, weil es gibt immer noch, ich sag mal so Beschränkungen am Standesamt, dass echt nur ein paar Leute damit rein dürfen. Aktuell sind wir bei 10. Aktuell sind wir bei 10, das heißt, wir können unsere Kinder und unsere Eltern mit reinnehmen. Und wir nehmen den Björn mit rein. Und die Trauzeugen, genau. Nee, dann können unsere Eltern ja gar nicht mit rein, ne? Trauzeugen, Kinder. Wir beide? Zählt man uns auch mit? Ja, ich weiß ich nicht. 10 Gäste. Ja, keine Ahnung. Werden wir noch klären. Egal, ist auch wurscht. Auf jeden Fall dürfen bei Weitem nicht so viele rein, wie wir gerne dabei hätten. Und deswegen haben wir zu unseren Leuten gesagt, Leute, wisst ihr was, wir streamen euch das irgendwie raus, wenn wir da drin heiraten. Und jetzt im zweiten Schritt haben wir gesagt, wisst ihr was, drauf geschissen. Der Björn kommt mit rein ins Video, kommt mit rein ins Standesamt und wir streamen mit auf dem Kanal. Könnt ihr alle sehen. Also wenn ihr Bock habt, am 17. Juni irgendwann vormittags wird auf meinem Kanal eine Hochzeit gestreamt. Also unsere. Im Idealfall. Wer weiß, was noch passiert bis dahin. Ich bin ja noch in Amerika. Freundchen. Naja. Nee. Ich mittanzen kann ich noch nicht. Spaß beiseite. Naja, auf jeden Fall, so sieht's aus. So ist es. Also, mit Steffi echt scheiße passiert. Also wirklich von jetzt auf gleich, muss man wirklich mal sagen, waren wir auch wirklich erschrocken, dass sowas von 0 auf 100 geht. Ja, ohne Vorankündigung. Also es ging mir vorher jetzt nicht, Gott weiß wie schlecht. Alles cool. Ich war zwar vorher erkältet. Ja. Das wird halt auch das Problem gewesen sein. Da musst du aber halt echt ganz viel Pech haben, dass das so endet. Aber ist halt so jetzt von daher, passiert. Aber alles cool. Ja. Weil es wird definitiv. Es wird wieder. Ja. So, das ist die wichtigste Nachricht. Und so wird es natürlich auch auf meinem Kanal weitergehen. Also das heißt, so in 2 Monaten gehen wir wieder Vollgas. Ne? 2-3 Monate. Ne? Da bin ich wieder fit. Ja, so. Und bis dahin aber müssen da wir so ein bisschen eingeschränkt. Wenn ich fit bin, genau, setz du dich wieder hin. Genau, weil ne, das ist so ein bisschen hier, Tor kann man hier durchs Bild. Ich versuche, ich hoffe, ich bin nicht mehr im Bild. Ist da vielleicht eine... Bitte? Ja, so ist es aktuell. Und ja, so kann es auch kommen, ne? Naja, Leute, auf jeden Fall, das war jetzt einfach mal so ein Real Talk. War ja jetzt ja, tatsächlich auch ein Real Talk. Ich wurde gerade auch ein bisschen emotional, als wir das nochmal erzählt haben. Da musste ich mich einmal zusammenreißen. Ja. Naja, auf jeden Fall, Leute. Piganox Barbecue geht auf jeden Fall weiter. Wir werden, glaube ich, geile Sachen machen, die uns auf jeden Fall Spaß machen. Ob die euch dann Spaß machen, steht ja immer noch auf dem anderen Blatt. Hoffen aber bisher hat euch das meiste, was wir gemacht haben, auch Spaß gemacht. Und wir nehmen euch da gerne mit und werden genauso weitermachen. Und Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann in den nächsten Wochen. Und vielleicht ja ab nächste Woche, also Mittwoch geht es für mich los in den USA. Guckt mal bei Insta rüber. Wie gesagt, da werde ich posten vom Flughafen an, wenn ich unterwegs bin. Also, bis denne. Piganox Barbecue.
Also jetzt ist das Licht hier draußen natürlich nicht so prall, ne? Aber geht, ne? Weil du so im Schatten bist. Aber es geht, ja, ne? Ja, ja. Okay, dann mal. So, ich sag immer, wenn ihr da Bock drauf habt, sag ich immer. Ja, aber wenn ihr da Bock drauf habt, aber... Ja. Wenn es euch interessiert... Wenn es euch interessiert. Wenn ihr Interesse bekunden möchtet, bleibt ihr bitte dran. Ja, ja, genau ja, so. Ja. Ey, wenn ihr Bock drauf habt, bleibt ihr dran. Ich scheitere am Stuhl, Schatz. Warte. So alles Neues gibt. Mama. Ich habe mir so einen schlauen Zettel gemacht, da muss ich jetzt mal drauf gucken. Wo wollen wir hin? Habe ich ja eigentlich schon... Nee, wir machen nochmal von ganz vorne, ne? Ja. Leg dir doch den Kugelschreiber drauf. Wo ist der denn? Der liegt doch da. Der ist grün, Schatz. Ja. Sehe ich nicht. Weiß ich. Bums. Ja, Prinz. Scheiße. Ja, zur Aktion kann ich nur... Den hab ich zusammen mit Zimmer. Ja, sieht man, das Ding ist auch mega cheap. Born in the USA. Ja, willst du an die Ecke, oder? Ups. Siehst du, da fällst du fast um. Lass mal das Brett liegen.